Jetzt einmal ganz ehrlich, innerhalb von 24 Stunden kann sehr viel passieren. Aber die Frage ist einfach, wie wir, die wir uns selbst Christen nennen, wie wir unsere 24 Stunden am Tag nutzen. Mit was füllen wir diese 24 Stunden? Füllen wir sie mit den Weisheiten der Welt, mit den Ablenkungen der Welt oder füllen wir sie mit Gott? Wenn wir uns Christen nennen, dann ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens ja die Bibel. Und ganz ehrlich, wie viel Zeit verbringen wir innerhalb den 24 Stunden, die wir täglich haben, mit dem Wort Gottes? Denn das Wort Gottes ist es ja, was uns auffüllen, was uns erfüllen soll, was wir im Herzen tragen sollen als Christen und dann auf der Zunge. Um dann auch in den Werken Jesu Christi zu wandeln, wie er gesagt hat in Johannes 14, Vers 12. Das Wort Gottes ist das Leben und es ist das Licht. Und wenn wir uns mehr mit der Dunkelheit der Welt auffüllen, wir Christen, weil wir die Welt interessanter finden, dann können wir auch nicht das Licht der Welt sein. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, ab dem Vers 1 steht geschrieben: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm, also in dem Wort Gottes, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und auch heute noch. Im Wort Gottes ist das Leben und es ist das Leben und das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ganz ehrlich, wie viel Zeit verwenden wir Christen pro Tag innerhalb 24 Stunden, die uns zur Verfügung stehen, dass wir uns mit dem Wort Gottes auffüllen und erfüllen.